Hey, hallo YouTube, grüßt euch Twitch-Läuse zu einem weiteren, beziehungsweise zum zweiten, ja, Meta-Deck-Bericht. Das soll ja so in Serie gehen und ich meine, jede Woche ist, glaube ich, Blödsinn, aber alle 2 Wochen kann ich mir das durchaus ganz gut vorstellen, beziehungsweise alle 2 Wochen finde ich auch sinnvoll. Ja, ich habe mir das so gedacht, dass ich jetzt nicht, also ich habe vor 2 Wochen einen gemacht. Den zeige ich jetzt so einfach mal, also den verlinke ich jetzt hier, dass der so kurz aufleuchtet. Wer sich also dafür interessiert, für die Decks von vor 2 Wochen, die meisten davon sind ja auch noch ziemlich aktuell und können wahrscheinlich auch noch gespielt werden, der soll sich einfach das angucken. Ich gehe jetzt auf aktuelle Metadecks ein, die im Moment oder jetzt in letzter Zeit hochgekommen sind und im Moment viel gespielt werden. Nicht unbedingt jedes ist dabei, aber die meisten. Ich versuche dann noch was zu sagen, wenn irgendwas fehlt und so weiter. Und so fort. Die Deckcodes gibt es wie auch beim letzten Mal in der Beschreibung. Also ich packe jeden Deckcode unten in die Videobeschreibung. Ich kann auch gerne wieder die Dustkosten daneben schreiben, damit ihr das schneller und besser sehen könnt. Ja, auch da kann ich das alte Video verlinken. Ich kann, wie gesagt, die Decks sind von Hearthstone Top Decks. Ja, fast alle Decks sind von Hearthstone Top Decks. Auch da nochmal Shoutout natürlich hin und auch die verlinke ich unten. Entschuldigung. Und ja, der Name der Spieler steht immer als zweites. Also als erstes steht es, was es ist. Highlander, Control, Aggro. Und das zweite ist dann der Name des Spielers. Okay, Leute, wir fangen an. Ich will jetzt nicht zu lange Intro verlieren. Und zwar, ups. Jetzt bin ich total besoffen. So. Das ist live hier auf YouTube, Leute. Ja, mit dem Krieger. Der Krieger, wird eigentlich im Moment fast nur auf eine Art gespielt. Ich habe euch trotzdem zwei Decks gegeben, weil das sind beides Decks, die auf der Ladder sehr erfolgreich gespielt wurden und sehr unterschiedlich sind. Das erste ist der Big Worry, also ganz links ist der Big Worry. Ja, das ist nicht so oft zu finden. Das ist eher so ein bisschen Underdog. Klappt auch mal so. Also ich habe das selber ein bisschen gespielt vor kurzem. Zum Teil sehr auf den Sack bekommen. Hat aber auch mal gut geklappt, also ich glaube, es ist auch ein bisschen meta-abhängig, aber gerne einen Versuch wert, wenn ihr den Dust habt. Ist ein recht teures Deck. Bitte versucht es. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Und dann, ich denke, den Klassiker, den habt ihr alle schon mal, also wer einigermaßen Ladder spielt im Moment, der kennt es, der Bomb Worry. Also, ja, Dr. Krastinov, Bombenmeister Boom als Dr. Krastinov, zweimal Aufwertung. Schraubkalibur, die Plünderin, also man kann dreimal die Waffe spielen, dann die Waffe buffen. Du kannst also 8 bis 12, 13, 14 Bomben ins Deck des Gegners mischen, dann hast du Dr. Boom. Dieses Deck spielt Galakrond. Galakrond ist auch schon recht Standard. Was nicht so häufig ist, ist Kronks. Also dieses Deck spielt zum Beispiel mit Kronks. Das muss nicht unbedingt sein. Also, wie gesagt, auch in diesem Deck kann man mit Sicherheit 2, 3, 4 Karten ändern. Oder es gibt auch Versionen, in denen 2, 3, 4 Karten anders sind. Auf jeden Fall. Aber das Grundgerüst mit den ganzen Waffen und mit Galakrond, Deathwing, Dr. Boom, Klingensturm, zweimal Brawl und so weiter und so fort, das ist eigentlich immer das Gleiche. Also ja, zwei verschiedene Worry-Varianten. Beide haben dieselben Removal oder ähnliche Removal im Deck. Schildschlag, Klingensturm, Brawl. Der eine gewinnt über Bomben. Der andere gewinnt über dicke, fette Diener, die er aufs Board klatscht mit Spells oder halt einfach so. Ja. Aggressive Worries gibt es eigentlich eher weh. Also es gibt jetzt keinen Piraten-Worry oder irgendwie sowas. Vielleicht versuchen es Leute, aber es ist nicht wirklich. Also, das sind eigentlich schon die beiden Decks, die man sieht und mehr ist da auch eigentlich im Moment nicht. Theoretisch könnte ich mir einen Control-Worry vor. Also wirklich einen richtigen Control-Worry. Die Meta ist super aggressiv. Insofern, ich könnte mir vorstellen, gegen Schurken oder gegen. Demon Hunter gegen Hunter, die kommen jetzt so ein bisschen raus. Könnte ich mir auch einen ganz normalen Control-Worry vorstellen. Wenn da einer Bock hätte, was zu basteln, könnte das durchaus auch funktionieren, denke ich. So, der Schamane, Leute. Ich habe beim Schamanen hier drei Decks, aber erschreckt euch nicht. Das hier ist wirklich mein Deck, ja. Also wer den Stream kennt oder wer hier auf YouTube schon mal ein bisschen unterwegs ist, das Deck haben wir 30 Minuten beackert. Das Deck habe ich jetzt die letzten 5 Tage im Stream gespielt. Das Deck habe ich extra auf YouTube vorgestellt. Insofern, ich habe ein Highlight-Video gemacht. Also,
ihr kennt es. Ich will jetzt dazu auch keine Worte mehr verlieren, nur so viel. Ganz links hier ist die Version, die ich am Anfang gespielt habe und die auch sehr, sehr erfolgreich war. Aber da ist halt kein richtiger Spaß drin. Das ist die Version, die ich jetzt heute gespielt habe, die ich die letzten Tage gespielt habe. Hier ist Faoris drin, hier ist die Fizz drin. Das ist heute, hat heute auch sehr gut funktioniert. Ich habe mich heute von 5000 auf 3000 gespielt. Es ist kein Rang 1 Legend Deck, Leute. Das will ich euch auch nicht verkaufen, aber es ist ein bestimmt 50-55% Winrate Deck. Bei Rang 2, 3, 4000 ist es schon. Also das ist schon völlig okay. Und wie gesagt, hier mit der Fist und mit Faoris ist es auch sehr, sehr los. Also wenn ihr den ganzen Agro-Decks mal einheizen wollt, wenn ihr euch unendlich viel heilen wollt, wenn ihr Control-Decks mögt, testet dieses Deck. Hier rechts habe ich einen Quest-Schaman. Das ist, sage ich mal, das Top 100 Legend Deck. Also das wirklich gute Deck, das richtig gute Deck, was einige Leute absolut auf High-Legend-Niveau spielen. Du hast zum einen mit Cumulo und Maximus und der Quest kannst du bis zu 10 oder 20 Damage Burst machen. Also du kannst theoretisch, du spielst den Typen, der die Mana, der die Heldenfähigkeit auf 0 setzt, den Rundgangsleiter, und spielst dann nächste Runde Doppel-Cumulo Maximus. Wenn du die Gewitterblüte hast, wird das ja gehen. Und kannst halt 20 Damage bursten. Also zum einen kannst du das und zum anderen hast du natürlich mit der Quest und den ganzen Leckys und den ganzen Spells, die man generieren kann, hast du natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Value. Also ja, das ist so das Deck im Moment, dieser Quest-Schamane, der vielleicht das beste, kompetitivste Schamanendeck ist. Ja, aber wer das nicht so mag, hier gerne mein Ansatz des Control-Schamanen. Macht sehr viel Spaß. Ja, Demon Hunter habe ich euch ein Deck gemacht, weil ganz ehrlich, ja, es gibt noch Aggro-Demon Hunter. Also es gibt Aggro-Demon Hunter, wenn ihr ein Deck sucht, auch da auf Hearthstone Top-Decks zu finden. Oder ihr guckt euch das letzte Video an. Da ist ein Aggro-Demon Hunter, der hat sich mit Sicherheit nicht groß verändert. Vielleicht ein, zwei Karten. Ich habe jetzt so genau, ehrlich gesagt, nicht hingeguckt. Aber Aggro-Demon Hunter ist Aggro-Demon Hunter. Also wie gesagt, das wird ungefähr so aussehen. Das ist das Deck der Stunde, das spielen die meisten. Ja, ob da, ich habe es selber nicht getestet, ich kann es nicht beurteilen. Der Control-Schamane, den ich immer spiele, der ist ziemlich gut dagegen, aber ich denke, dieses Deck ist gut gegen Schurken, dieses Deck ist vielleicht ganz gut gegen Hunter. Dieses Deck kann wahrscheinlich auch Priester sogar ganz gut besiegen, weil Priester haben ja gar nicht so viel Heal im Deck, wenn ich es jetzt mit meinem Schamanen-Deck vergleiche. Ja, insofern, dieses Deck hat viele Control-Tools, hat viele AOEs und macht dann halt über Zeit mit der Splitterformerin, mit dem Adepten, mit dem Markschlitter, Doppelschnitt macht es halt seine 40, 50 Damage theoretisch oder auch 60 über die Zeit hinweg. Also ja, auf den ersten Blick denkt man, wie gewinnt man, aber wenn man genau hinguckt, da ist viel, viel Damage, der über Zeit kommt. Und dann hast du halt noch einige Control-Tools, damit du halt nicht stirbst. Du hast die Waffe, die Kriegsklinge der Aldrazi, womit du halt gegen Schurken oder Dings dich heilen kannst. Also ja, das ist das Deck, was im Moment die meisten Demon Hunter spielen. Aggro Demon Hunter, aber auch noch eine Möglichkeit. So, der Priester. Beim Priester habe ich den einen Highlander Priest. Ich denke, Highlander Priest ist das Deck der Stunde. Ich denke, das ist das beste Deck überhaupt. Du siehst einen Priester nach dem anderen, der Legend 1 wird. Also wenn Legend 1, dann sind es fast immer Priester und es ist meistens ein Highlander Deck. Also ich habe dieses Deck genommen. Ich glaube, das war sogar von Rang 1 Legend. Wenn ihr Bock habt, Priester zu spielen, ist Highlander auf gar keinen Fall falsch. Ich selber komme damit gar nicht so gut zurecht. Man muss, glaube ich, auch so ein bisschen sich ein bisschen reinfummeln und wissen, wann man welchen Removal spielt. Also es ist nicht ganz so simpel. Aber ja, stark auf jeden Fall, auch nach dem Nerf. Das kann man vielleicht kurz mal eben ansprechen, Leute. Also vor 2 Wochen haben wir das letzte Video gemacht und in den 2 Wochen ist ein einziger Nerf gekommen. Illusia wurde auf 3 Mana gebufft. 3 Mana genervt und Kel'Thas wurde genervt. Jeder dritte Spell kostet 1 Mana und nicht 0 Mana. Die Meta dadurch hat sich nicht großartig geändert, aber es gibt ein bisschen weniger Priester. Druiden spielen eigentlich alle Maligos und die Meta ist einfach sehr, sehr aggressiv, noch aggressiver geworden. Das hat der Nerf gemacht. Nicht so viel geändert, noch mehr, nur halt, die Meta ist noch aggressiver geworden und weniger Priester und Druiden spielen Maligos. Also sie hat schon, er hat schon was geändert. Aber die Decks an sich haben sich nicht verändert. Also die Decks sind gleich geblieben zum Großteil. Auch Priester oder Druiden spielen nicht groß anders. Aber die Verteilung ist halt ein bisschen andere, würde ich sagen. Ja, Highlander Priest, Control-Deck, muss ich nichts zu sagen.
Und dann habe ich, ich wollte euch gerne eine Variante ohne Galakrond zeigen. Ja, diese Variante spielt den Pyromancer, die spielt Doppel-Apotheose, die spielt Doppel-Akolyt. Ja, die hat eine super niedrige Curve, die hat Doppel-Holy Smite. Dieses Deck, dieses Drachen-Deck von Last Priest, auch sehr, sehr gute Platzierung erhalten, ist halt in der Theorie zumindest sehr, sehr gut gegen Aggros. Also wenn ihr sehr, sehr viele Aggro-Decks trefft, nicht das Gefühl habt, dass ihr jetzt unendlich viel Value braucht über Galakrond, könnt ihr mal ein Deck ohne Galakrond probieren. Wollte ich euch gerne einfach zeigen. Einfach, damit ihr mal seht, es gibt auch Decks von Priestern, die theoretisch ohne Galakrond funktionieren. Das wäre so eins, hat auch ziemlich gut abgeschnitten. Ich habe es aber selber auch nicht groß getestet, dass ich euch sagen kann, es ist wirklich gut. Aber ich wollte es euch gerne einmal zeigen. So, dann haben wir hier den Hunter. Der Hunter wird tatsächlich gar nicht so viel gespielt, aber gestern war ja dieses Invitational und da hat, glaube ich, Hunter gewonnen. Also das Hunter-Team mit Demon Hunter hat gewonnen. Ich könnte mir also vorstellen, dass Hunter dadurch vielleicht so ein bisschen Aufwind bekommt. Aber ja, Hunter ist einfach aggressiv. Ihr seht einmal das Face-Deck hier rechts, also das erste Deck rechts, Face, Kranich. Ja, ganz viele One-Drops, ganz viele Two-Drops, 3-Mana-Karten und hast noch 2 4-Mana-Karten. Super niedrige Curve, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Karten ziehen mit der Leseratte. Ja. Ist ein simples Face-Deck. Nicht unbedingt simpel zu spielen. Man muss Face-Decks schon gut spielen. Man muss jeden Damage, es kommt auf jeden Damage an. Aber grundsätzlich günstiges Deck. Also, ne, wer ein günstiges Deck sucht, das Deck ist günstig. Und es ist halt super aggressiv. Der Highlander links, der ist ein bisschen teurer. Aber auch super aggressiv. Also Highlander hat nichts mehr zu tun mit den Highlandern, die wir kennen. Ihr seht, es ist nicht mal Alexstrasza in dem Deck. Es ist kein Nagran Slam in dem Deck. Die teuerste Karte ist Bran mit 7 Mana. Also im Endeffekt ist der Highlander ein bisschen hübscheres oder verschachtelteres Face-Hunter-Deck. Ja, es hat ein paar mehr Tricks, es hat ein bisschen mehr Clear, es ist natürlich ein bisschen weniger Face und ein bisschen mehr Midrange, aber im Groben kann man sagen, auch der Highlander-Hunter hat eine unfassbar niedrige Curve und ist im Endeffekt natürlich ein Aggro-Deck, ja, welches dann am besten Turn 7 mit Bran gewinnt. Ja, du knallst Turn 7, Bran aufs Feld, bam, der Gegner gibt auf oder du gewinnst halt. Das ist der Sinn dieses Decks. Also ja, Highlander-Variante ein bisschen netter oder ganz stupide, ganz billig, bam, teuerste Karte, 4 Mana. Der Paladin, auch ganz langweilig, Leute. Ja, letzte Woche hatten wir hier Pure Parler und Librem Parler. Ich habe diesmal nur den Librem Parler genommen. Also Leute, Pure Parler gibt es immer noch. Ihr könnt auch weiterhin Pure Parler spielen. Guckt euch das Video von letzter Woche an, da ist das Deck. Oder guckt auf Hearthstone Top Decks, auch da findet ihr Pure Palas, aber es hat sich halt nicht geändert. Der Pure Paler kann nur auf Paladin-Karten zugreifen, man kann da eine Karte ändern, man kann da eine Karte ändern. Aber es ist halt an und für sich immer dasselbe Deck. Da kann man auch den, man kann Pure Paler nicht neu erfinden, weil es geht halt nicht anders. Ich habe nochmal Librem Paler von Vabeka genommen und das ist exakt der gleiche Mensch, der auch letztes Mal das Librem Deck gemacht hat, aber es ist nicht dasselbe Deck. Also dieser Vabeka scheint sich zum Auftrag gemacht zu haben, das perfekte Librem-Parler-Deck zu bauen. Insofern könnt ihr ihm einigermaßen vertrauen. Ich glaube, der Mann weiß schon, was er tut oder der Mann weiß, was er will. Ich finde das Deck selber komisch. Ich habe es auch selber nicht gespielt. Wie gesagt, Penflinger ist drin, zweimal ist der Besen drin, der Messer-Jongleur ist drin. Ich finde das Deck, die Kultmeisterin ist drin. Wirklich, das Deck sieht sehr, sehr seltsam aus. Man müsste es wirklich mal 50 Games spielen, gucken, wie es funktioniert, gucken, wie es sich entwickelt. Könnt ihr gerne machen. Ich hatte bisher nicht die Lust. Aber ja, das war sehr, sehr gut. Das war, glaube ich, Top 100 Legend, irgendwie Rang 60 Legend, glaube ich. Ja, das Deck hat sich ein bisschen verändert, wollte ich euch gerne zeigen. Pure Paladin könnt ihr aber auch weiterhin spielen. Paladin ist kein absolutes T1-Meta-Deck. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber Paladin ist absolut solide. Nicht wirklich schwer zu spielen. Also ich würde sagen, Paladin ist im Moment, gerade der Pure Paladin, ein sehr, sehr gutes Einsteiger-Anfänger-Deck, weil es ziemlich simpel ist. Nicht, weil es günstig ist. Es ist nicht super teuer. Es ist aber auch nicht günstig. Es ist sowas Mittleres. Es ist aber für Anfänger, glaube ich, ganz gut, weil es recht simpel zu spielen ist. Also Anfängern würde ich Pure Paler ans Herz legen. Ansonsten ist der Paler jetzt nicht absolut genial. So wie immer halt. So, kommen wir zum Schurken. Ja, ganz links der Agro-Waffenschurke. Das ist der klassische Face Waffenschurke, würde ich sagen, wie man ihn kennt, also der Agro-Face-Schurke mit Waffen. Ja, die ganzen One-Drops, Waffenbuff,
spielt finsterer Stoß, spielt natürlich Ausweiden, Doppelkopfnuss, drei Waffen im Deck, Dr. Krastinov und Grünhaut, um die Waffe zu buffen, reinprügeln, um für 0 Mana Karten zu ziehen. Also ja, sehr, sehr günstiges Deck, sehr, sehr niedrige Curve, relativ günstiges Deck auch trotzdem, also es ist ein ziemlich günstiges Deck. Ja, total aggressiv und ich würde sagen, Schurke ist mit einer der besten Klassen auf jeden Fall auch im Moment. Ja, wenn ihr aggressiv mögt, wenn ihr recht günstig mögt, wenn ihr Schurke mögt, ist das natürlich ein gutes Deck für euch. Ich wollte euch dann gerne noch mit dem Secret Deck auch ein sehr erfolgreiches Deck zeigen, wo ich wirklich auch keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Ich sehe dieses Deck. Ja, da sind Secrets. Ja, da ist ein bisschen Value. Klar, man kann einen dicken Edwin machen. Nice. Und man kann zwei dicke rastlose Abenteurer machen. Also Edwin und rastlose Abenteurer werden drei wichtige Karten sein, mit denen man gewinnen möchte. Dann hat man noch das Hana Secret Package, mit dem man gewinnen kann. Und dann hat man halt noch ein paar Leckies. Also ich bin ehrlich, für mich sieht das hier sehr, sehr durcheinander aus und sehr, sehr zusammengewürfelt. Und ich kann mir echt schwer vorstellen, wie man damit richtig gut gewinnt. Aber der Joaquin hat es scheinbar gemacht. Ich wollte euch gerne halt nur was anderes als Waffen-Aggro zeigen. Also das hier ist Waffen-Aggro. Das hier ist so ein bisschen Secret, ein bisschen verschwurbelter, wie man Schurke vielleicht kennt. Ein bisschen Value herstellen, ein bisschen Secrets und so. Also und dann halt einen dicken Van Cleef, dicken Abenteurer machen. Sind auf jeden Fall zwei sehr verschiedene Decks. Daher kann man die auf jeden Fall beide mal zeigen, würde ich sagen. So, der Druide. Ich hatte letztens mal noch drei Druiden-Decks. Ganz ehrlich, Token-Druide, wie gesagt, also Token-Druide ist, wenn überhaupt, nur was für Leute, die wirklich ein Budget-Deck und das günstigste vom günstigsten spielen wollen. Und auch das Animal-Druiden-Deck wird eigentlich kaum noch gespielt. Also jeder Druiden, den ich treffe, der ballert hier irgendwann Maligos ins Gesicht. Und ich denke, es ist einfach auch besser, weil du mit Maligos gegen Priester gewinnst, du gewinnst mit Maligos gegen andere ansatzweise kontrollige Decks. Du gewinnst mit Maligos vielleicht auch gegen Krieger oder so, ich weiß nicht. Du hast einfach diese großartige Win-Condition mehr und du hast ja trotzdem noch die starken Wildtiere. Also ja, es ist möglich, man kann auch weiterhin diesen Animal-Druiden spielen mit 6 Wildtieren und dem 10-Mana-Buff, das geht weiterhin. Auch da, Leute, letztes Video, könnt ihr euch nochmal angucken, das Deck. Aber ich würde sagen, Maligos-Druide ist das bessere Deck im Moment, das stärkere Deck und auch das Deck, was sich halt ein bisschen verändert hat. Es ist Alexstrasza ist wieder drin, Kel'Thas ist rausgerutscht, Verschmelzung ist drin. Also ja, im Vergleich zum letzten Maligos-Deck sind 2, 3, 4 Karten anders, die durchaus wichtig sind. Gerade Alexstrasza ist ja eine große Änderung. Und da ist auf jeden Fall das beste Deck des Druiden, wollte ich euch gerne das hier zeigen. Ich mag Maligos nicht, also bitte Leute, bleibt gerne von der Leiter damit, aber wenn ihr ein starkes Druiden-Deck spielen wollt, ich glaube, dann ist das hier ungefähr so der Weg, wie es aussehen sollte. So, dann haben wir noch Warlock. Ja, Warlock auch da. Es gibt auch noch andere Warlocks als den Zulok. Es gibt den Galakrond-Lock, sehr, sehr selten, aber es gibt ihn und der ist auch nicht schlecht. Auch da Galakrond-Warlock im letzten Video zu sehen, hat sich auch nicht groß geändert. 2, 3, 4 Karten kann man da immer mal hin und her werfen, aber am Ende ist es einigermaßen dasselbe Deck. Aber ja, es gibt gute Galakrond-Warlocks. Findet ihr auch auf Hearts und Top Decks, wie gesagt, im letzten Video ist eins. Aber im Endeffekt, wenn man auf Warlock trifft, zu 90% sind es Pain-Zulocks, die ganz viele Karten im Deck haben, die dir selber Schaden machen, wovon du mit Dunkelblick profitierst, wovon du mit Kranker Geier profitierst, der Morsch-Knochenzerstörer profitiert und der Fleischriss. Also du hast 4, 5 Karten im Deck, die davon profitieren, dass du dir selber Schaden machst mit der Heldenfähigkeit, mit dem Flammenwichtel, mit Totenerweckung, mit dem Schnipser theoretisch. Also ja, ein ganz, ganz mieses Deck, was Turn 3 oder 4 absolut kranke Boards zaubern kann, wenn er die perfekte Hand hat. Also, er muss schon die perfekte Hand haben, damit es wirklich krank ist. Aber gute Boards macht er eigentlich immer. Und hin und wieder haut er halt wirklich Turn 3 oder 4 schon die 8-8 aufs Feld. Und dann ist es halt wirklich übel. Also wer Zulok mag, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann, kann das gerne ausprobieren. Das ist ein super, super starkes Deck. Ich denke, das stärkste Warlock-Deck im Moment. Aber auch Galakrond-Warlock, für die, die es ein bisschen härter, ein bisschen teurer oder ein bisschen kontrolliger mögen, ist Galakrond-Warlock auch weiterhin eine spielbare Alternative. So, und dann haben wir noch Magier. Beim Magier habe ich euch jetzt einfach mal das Heiler-Deck genommen. Es gibt weiterhin Tempo-Mages, Leute. Auch da im letzten Video Tempo-Mage haben wir vorgestellt. Das Deck sieht ziemlich exakt genauso aus. Auch im Tempo-Mage, man kann immer 1, 2 Karten ändern. Es werden immer 1, 2 Karten geändert.
Aber die 25 bis 27 Kernkarten, die bleiben immer gleich. Deswegen habe ich euch das jetzt nicht nochmal gezeigt. Das hier ist ein Highlander-Deck und es ist insofern neu, weil es halt eine viel niedrigere Curve hat. Also okay, Alexstrasza ist drin, aber es ist nicht der 7-Mana-Diener drin, der einen Spell umsonst spielen kann, wenn du einen Drachen hast. Es ist nicht Siamat drin. Es ist nicht Power of Creation drin für 8 Mana. Es ist nicht Einfrieren, diese Einfrierkarte für 8 Mana mit den zwei Wasserelementaren. Also diese ganzen 4, 5, 7, 8 Mana-Karten, die man normalerweise spielt. Die Puzzlebox, Rino. Also ihr seht, Leute, dieses Deck unterscheidet sich im Vergleich zu dem normalen Rino-Mage mit 7 oder 8 Karten, die normalerweise teuer sind, sind hier halt ausgetauscht durch Wasserelementar, Ras, Büffeln, Zaubertrick, Zauberstabdieben, Born der Macht, Arcane Ermächtigerin, Dünenform. Also 7, 8, 9, 10 Mana-Karten sind ausgetauscht durch 1, 2, 3, 4 Mana-Karten, weil die Meta so super aggressiv ist, weil man gegen Schurken gewinnen muss, man muss gegen Demon Hunter gewinnen, man muss gegen Hunter gewinnen. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich denn mal Highlander Mage gespielt habe oder wenn ich es denn mache, dann habe ich auch Bock auf Rino und dann habe ich auch Bock auf die Puzzlebox. Ja? Und deswegen finde ich dieses Deck jetzt nicht super spannend. Aber wer gerne Highlander Mage spielt, grundsätzlich, aber damit nur auf die Fresse bekommt und sich denkt, oh Kacke, der kann doch mal diese Version probieren. Ja, es ist immer noch der Prime drin, es ist immer noch Zephyrus drin, es ist immer noch Alexstrasza drin, es ist immer noch Yandis drin, also du hast immer noch einige lustige Karten. Curve ist aber viel, viel niedriger. Kaligos ist zum Beispiel auch nicht drin. Und vielleicht gewinnt man damit öfter gegen Demon Hunter und Schurken und Hunter und den ganzen Agro-Mist. Und am Ende macht es vielleicht doch mehr Spaß, als mit Rino und Puzzlebox zu spielen. Also ja, das Deck wollte ich euch gerne zeigen, weil es einfach ein anderer Ansatz an Highlander Mage ist. Tempo Mage natürlich auch noch spielbar. Sieht aber genauso aus wie letztes Mal. Aber ja, könnt ihr auch spielen. Tempo Mage super. Und Leute, ich will es nur kurz in einem Satz sagen. Es gibt auch einen Turtle Mage mit der Totolan Pilgerin. Ja, nennt sich Turtle Mage. Ist auch spielbar. Ich hasse dieses Deck, ich will es ja auch nicht weiter promoten, aber nur da, ich habe es nicht vergessen, ich habe es euch kurz gesagt, ihr könnt es googeln, wenn ihr wollt, oder ihr wisst, was ich meine, auch nicht schlecht im Moment, man sieht es auf der Ladder öfter mal, ich hoffe, es kriegt voll Aggro auf den Sack, ich glaube, das könnte der Grund sein, warum man das nicht ganz so oft sieht, aber ja, also Magier hat theoretisch Tempo Mage, Turtle Mage und Highlander Mage ist also auch vertreten und kann gespielt werden in einigen Variationen. Okay, Freunde, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt ein Deck gesehen, was ihr vielleicht noch nicht kanntet oder ihr dachtet, okay, ja, Deckliste, sehr schön, nehme ich. Ich weiß, Leute, ich habe jetzt ein paar Decks weggelassen, aber wie gesagt, ich habe halt das Gefühl gehabt, das Deck habe ich habe 3, 4, 5 Decks fast genauso letzte Woche besprochen und ich habe halt wirklich gedacht, ich will diesen Bericht alle 2 Wochen machen, also versuche ich, auf das einzugehen, was sich geändert hat. Wenn sich wirklich gar nichts ändert, dann nehme ich halt das T1-Deck, sag nochmal kurz 3 oder 4 Sätze zum T1-Deck und dann ist gut. Kann ja auch sein, wenn kein Patch kommt, wenn kein Nerf kommt, dann kann auch der Meta mal 2 Wochen gleich bleiben. Dann würde ich einfach sagen, ich nehme das T1-Deck, sag das eben kurz, es hat sich nichts geändert und gut ist. Aber ansonsten will ich euch hier versuchen, in den 2 Wochen Abschnitten etwas Neues zu zeigen und was sich geändert hat. Und die Decks, die sich nicht geändert haben, die ihr im alten Video sehen könnt, da will ich da einfach kurz den Hinweis, guckt ins alte Video und fertig. Ja, könnt ihr ja mal dazu sagen, was ihr davon haltet, ob ihr das auch richtig findet oder ob ihr gerne immer wieder den Tempo Mage sehen wollt. Also ob ihr, sagen wir mal, Tempo Mage bleibt jetzt die nächsten 3 Monate Meta, soll ich dann die nächsten 3 Monate hier den Tempo Mage hinhauen? Ja, ich halte es für nicht unbedingt nötig, aber das könnt, wenn ihr gerne eine komplette Zusammenfassung der T1-Decks haben wollt, kann ich das natürlich theoretisch auch machen. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit den Decks. Gerne natürlich auch selber was austesten. Wie gesagt, mein Kontrollschamane funktioniert ziemlich gut. Es war das erste Mal, dass ich mal wirklich was probiert habe. Die Meta ist sehr, sehr aggro. Also Hardcore-Control-Decks, die viel AOEs haben und viel Heal haben, funktionieren meiner Meinung nach ganz gut. Könnte man also auch mit einem Krieger oder mit einem Druiden vielleicht. Aber Druide nicht. Nee, der Druide hat keine AOEs. Aber ja, vielleicht ist da irgendwo noch was möglich, auch in der Hardcore-Control-Ebene, was noch keiner im Moment entdeckt hat. Wir sehen uns hier wieder zum nächsten Highlight, zum nächsten Informationsvideo oder natürlich auch in 2 Wochen dann zum nächsten Meta- bzw. Deckbericht.
Danke fürs Interesse und möge das ING euch hold sein. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich Fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.